Wollten Sie schon immer mal einen richtigen Bestseller schreiben? Und möchten Sie lernen, wie Sie auch die nötigen Pressemitteilungen dazu eigenhändig verfassen? Oder die zündenden Werbetexte dafür? Dann ist dieser Ratgeber genau richtig. Denn er gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, die Sie brauchen, wenn Sie einen Bestseller schreiben und verkaufen wollen. Erfahren Sie alles darüber, wie Sie auch ohne große Vorkenntnisse einen Bestseller schreiben können. Ich erzähle Ihnen, wie Sie einen zugkräftigen Titel entwerfen, wie Sie faszinierende Kapitelüberschriften verfassen, wie Sie beim Bestsellerschreiben niemals den Überblick verlieren, worauf Sie beim Korrektorat achten sollten, wie Sie nicht nur einen Bestseller schreiben können, sondern ihn auch eigenhändig drucken, bis Ihr Buch schließlich selbst vermarkten und verkaufen. Einen Bestseller schreiben, das wollen viele. Und darauf spekulieren natürlich zahlreiche schwarze Schafe unter den Verlagen. Die schmieren Ihnen als Jungautorin oder Jungautor jede Menge Honig ums Maul, damit Sie Ihr Manuskript bei denen veröffentlichen und sich dann bis zu 17.000 Euro an den Produktionskosten beteiligen. Daher sind schon viele unbedarfte Menschen durch ihren Traum, einen Bestseller zu schreiben zu können, wirtschaftlich vor die Hunde gegangen. Ersparen Sie sich das. Lassen Sie sich von mir zeigen, wie Sie Ihr Buch ohne Verlag veröffentlichen. Denn dadurch müssen Sie sich nicht mit kümmerlichen 5-10% Autorenhonorar zufrieden geben, sondern können gleich über 80% Gewinn für sich behalten. Was hätten Sie sonst davon, einen Bestseller schreiben zu können, wenn Sie als Autorin oder Autor dabei fast leer ausgehen? Einen Bestseller schreiben, das hat auch mich anfangs angetrieben, zur Feder zu greifen, um mein erstes Buch zu verfassen. Mittlerweile sind es über 4 Dutzend Bücher geworden. Und auf mein Thema und meine Zielgruppen bezogen, habe ich dadurch Bestseller schreiben können. Und noch etwas habe ich festgestellt. Durchhaltevermögen ist das Wichtigste, was Sie als Schriftstellerin oder Schriftsteller mitbringen müssen. Denken Sie an Frau Rowling, die anfangs eine Ablehnung nach der anderen kassierte und musste lange Jahre von der Sozialhilfe leben. Trotzdem hat sie sich nie unterkriegen lassen. Das Ergebnis ist bekannt. Die Frau ist heute reicher als die Königin von England. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de oder beim YouTube-Kanal. Unten unter dem Video ist der direkte Link dorthin. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.